Hi Leute und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video über No Rest for the Wicked. Falls ihr dieses Game noch nicht kennt, empfehle ich euch natürlich sehr, dass ihr in meine Playlist reinschaut, auch am Ende des Videos gerne, damit ihr natürlich heute nicht verpasst, was heute das Thema ist. Wir haben nämlich einige neue News dabei, die es zu diesem Game gibt und ich werde euch auch in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Updates zu diesem Game versorgen. Heute im Video sprechen wir zum Beispiel über Waffensets, über Waffenarten, die es gibt, über Tastenkombinationen, die interessant sein könnten, über das Multiplayer- und Solo-Spiel und wie das konstruiert sein wird und vor allem das Endgame. Wie wird das etwa aussehen? Wie wird sich das etwa entwickeln? Darum wird es heute gehen. Schön, dass ihr da seid. Und wir starten am besten eigentlich auch mit der Reihenfolge wie angekündigt, nämlich zuerst einmal den Waffensets. Denn ihr werdet in No Rest for the Wicked euch nicht nur für ein paar Waffen entscheiden müssen, sondern ihr könnt im Kampf zwischen zwei Waffensets hin und her wechseln. Bedeutet, in die eine Hand bzw. in die beiden Hände nehmt ihr ein Zweihandschwert und zum Beispiel mit einem Tastendruck wechselt ihr dann zu einem Bogen. Und das hin und her während dem Kampf, wie ihr lustig seid und habt so die Möglichkeit natürlich euren Spielstil zu verwirklichen, beziehungsweise wenn ihr taktisch drangehen möchtet und bestimmte Situationen, vielleicht eine Fernkampfwaffe erfordern, eurer Ansicht nach, dann könnt ihr das verwirklichen und auch so spielen. Das finde ich sehr gut. Das gibt sehr viel Flexibilität für den Ausbau vom eigenen Charakter und macht das ganze Kampfsystem natürlich noch ein Stückchen tiefer. Ich habe bisher Einhandschwerter, Zweihandschwerter, eine Zweihandaxt, Streitkolben, Stäbe, Bögen, Schilde und Dolche gesehen. Lasst mir aber gerne in den Kommentaren wissen, ob ich jetzt hier was vergessen habe, beziehungsweise ihr noch etwas entdecken konntet, was es an Waffentypen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass da sicherlich noch irgendwas fehlt, oder? Auf jeden Fall beim nächsten Thema kommen wir jetzt an, nämlich das sind Tastenkombinationen. Was ich damit meine, ist, dass ihr auch besondere Angriffe auslösen können werdet. Und das hängt davon ab, zum Beispiel, wie lange ihr eine Taste, eine Angriffstaste zum Beispiel gedrückt haltet oder auch einen Fokus aufladet als Ressource. Und wenn Fokus voll aufgeladen ist, habt ihr wohl die Möglichkeit, eine Spezialattacke auszuführen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheiden sich die Spezialattacken je nach Waffen auch relativ stark. Also ihr habt nicht nur normale Angriffe, die sich von Waffentyp zu Waffentyp unterscheiden, so ist dem nämlich. Also ein Einhandstreitkolben wird sich anders verhalten als ein Einhandschwert. Genauso bei den Zweihändern. Also hier gibt es bei den normalen Attacken Unterschiede, auch bei den Spezialangriffen Unterschiede und bei den schweren Angriffen sehr wahrscheinlich auch Unterschiede. Das darf zu erwarten sein, denke ich, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Des Weiteren kommen wir zum Punkt Mahlzeiten. Da haben wir auch noch nicht so groß drüber gesprochen, beziehungsweise über die Rohstoffe im Game und was man alles handwerkern kann. Ihr werdet die Möglichkeit haben, wenn ihr zum Beispiel eine Axt findet, Bäume umzuholzen. Ich denke mal, das liegt relativ nahe. Des Weiteren mit einer Angel natürlich Fische fangen und Kräuter sammeln könnt ihr so und ihr könnt mit einer Spitzhacke auch Erze abernten. Ja, sehr wahrscheinlich dann für Rüstungen oder Waffen herstellen, schätze ich mal. Und wenn ihr Mahlzeiten zubereitet, ich denke mal mit diversen Pflänzchen und Fischen und so weiter, dann könnt ihr mit diesem Bufffood wirklich, also ich nenne es jetzt schon Bufffood, denn diese Mahlzeiten dienen auch dazu, für eine gewisse Zeit eure Attribute zu erhöhen. Und das ist ja eine coole Sache. Wenn ihr eine Stärkung braucht, habt ihr die Möglichkeit, was zu futtern und seid dann einfach, ich schätze mal, für 15 bis 30 Minuten oder so gestärkt in bestimmten Werten, in denen ihr vielleicht nicht so gut seid oder besser sein müsst, um eine schwere Begegnung, sag ich mal, zu überleben. Dann gehen wir aber weiter zu einem mega wichtigen Abschnitt, wie ich finde. Denn das hatten wir beim letzten Video, wo ich drüber gesprochen habe, 18 Minuten mit Details über das Game, noch nicht ganz so klar. Jetzt ist es auch noch nicht 100, also mir ist es zumindest nicht hundertprozentig klar, aber es ist schon deutlich sichtbarer, wohin die Reise geht. Die erfreuliche Nachricht für euch alle, denke ich mal, wird sein, es gibt einen Offline-Modus. Also wenn ihr Solo spielen wollt und glücklich seid, Solo durch eine Welt zu zocken, könnt ihr Offline spielen, alles ist gut, ihr braucht keine Internetverbindung. Wenn ihr natürlich mit anderen Spielern zusammenspielen möchtet, wird das schon schwierig ohne Online-Verbindung. Es gibt keinen Local-Co-op-Modus, soweit ich bisher weiß, kann auch was verpasst haben, aber ich glaube nicht, dass es das momentan zumindest momentan nicht gibt. Aber es gibt sozusagen ein immer Online-Server-Spiel, was ihr eröffnen könnt. So habe ich das jetzt mal genannt. Also ihr macht ein Online-Spiel, ihr eröffnet das und dieser Server existiert dann sozusagen in der Cloud. Und
Das kann dann auch immer wieder abgerufen werden, also auch von anderen Spielern. Das Vorteilhafte hier ist, dass du dann nicht der Host bist und wenn du gehst, müssen alle anderen auch gehen. So ist das normalerweise, wenn du klassisch eine Session hostest, ne? Sondern diese Sache existiert online in der Cloud. Das heißt, wenn du gehst, können deine Freunde weiterhin auf diesem Server bleiben, in dieser Welt bleiben und dort Dinge erledigen und so weiter. Mir kommt das momentan so vor, dass der Spieler, der das erstellt, dessen Welt ist das halt auch. Und der muss sich dann damit halt aber auch arrangieren, dass zum Beispiel die Freunde, die man auf diesen Server eingeladen hat, dass die auch Progress für einen machen können, wenn man nicht da ist. Und ich weiß nicht genau, wie sich das jetzt im Detail ausgehen wird. Es wird sich oder es kann sich im Laufe des Early Access noch sehr viel ändern. Es kann auch sein, dass das noch ein bisschen modifiziert wird. Aber bisher habe ich dazu folgende Fragezeichen, nämlich: Ist es dann wirklich so, dass die Freunde, die den Progress wegspielen können, die komplette Kampagne durchhacken können und du kommst dann wieder online und alles ist durchgespielt? Wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Wenn man natürlich echte, richtige Freunde hat, dann kann man sich mit denen absprechen und alles ist cool. Die zweite Frage, die bei mir noch offen ist zu diesem Server, Online-Server-Spiel, ist: Kann man es schützen? Kann man diesen Server schützen mit einem Passwort, weil sonst kommt ja irgendjemand rein irgendwann mal und räumt dir die Bude leer. Ich gehe stark davon aus, dass man es mit einem Passwort schützen kann oder eben, dass man feste Spieler dazu einlädt und dann sagt, das sind die Spieler, die draufkommen und fertig ist. Also wie das genau geplant ist, das würde mich noch sehr interessieren. Ich denke euch auch, lasst mir natürlich auch gerne eure Fragen zu diesem Modus unten da. Vielleicht kann ich das auch irgendwann mal zu gegebener Zeit, wenn mir die Möglichkeit besteht, weiterleiten und das klärt sich auf. Vielleicht wurde betont, dass man die Story-Kampagne auch mit den Freunden zusammenspielen kann. Es wird ja mit einer Vierergruppe möglich sein, zusammen zu spielen. Das wird nicht zum Early Access direkt zum Start am 18. April möglich sein. Der Multiplayer-Modus kommt erst mit einem Update nach dem Early Access. Das ist auch wichtig für euch nochmal zu wissen, denke ich. Aber schön, dass man die Story auch mit seinen Freunden zusammen erleben kann, ob online oder offline Freunde, sage ich jetzt mal so, ja. Und jetzt kommen wir im Video zu dem Abschnitt, den wahrscheinlich die meisten von euch schon herbeigesehnt haben, nämlich das Endgame. Und momentan sieht es so aus, dass wir immer noch nicht ganz so krass genau wissen, wie es sich im Endgame genau spielt. Aber wir haben eine Vorschau bekommen, dass es in Form von speziellen Roguelike-Dungeons stattfinden wird. Dieser Endgame-Modus wird sich wahrscheinlich Krypten nennen. Das ist aber noch Work in Progress. Das ist noch nicht entschieden, ob das wirklich Krypten heißt, also eine Krypta bzw. Krypten. Ihr geht dann quasi an einen Ort und da gibt es Statuen, mehrere Statuen. Und am Anfang wird hier wohl nur eine Statue zur Verfügung stehen, die ihr dann aussucht und ihr bietet dieser Statue euer Blut an sozusagen. Die aktiviert ihr dann dadurch und dann werdet ihr teleportiert in einen Dungeon Crawl und ihr werdet herausgefordert, durch 10 Räume zum Ende zu gelangen. Und der Thomas Mahler, also CEO, vergleicht diese Struktur von so einer Krypta mit der von Hades, wer dieses Game kennt, in dem jeder Raum eine spezifische, zufällige Herausforderung bietet, die sich auf Plattform, Kampf oder Rätsellösen konzentrieren könnte. Man weiß also nie, welche Feinde bei jedem Lauf spawnen werden. Was die Spieler am Ende der Krypta erwartet, hält Moon Studios jedoch nah an der Brust. Das Abschließen von so einer Krypta wird mit speziellen exklusiven Beutegegenständen und Materialien belohnt, die für fortgeschrittene Upgrades erforderlich sind. Das schafft Anreize, das wiederholt anzugehen, wie es im Endgame natürlich auch stattfinden soll. Wenn du die mächtigste Version von deinem eigenen Charakter natürlich basteln möchtest, auf lange Sicht gesehen. Und es gibt weitere Vorhaben, sag ich mal, zu Multiplikatoren für diese Krypten, Statuen, mehrere Statuen und andere Beute und andere Bedingungen, sag ich mal, einfach mit reinzubringen in dieses Endgame, damit es mehr Abwechslung und noch mehr Abwechslung bietet und euch herausfordert und vielleicht immer eine Überraschung möglichst für euch parat hält. Ich finde, das klingt schon mal nicht schlecht. Bin natürlich gespannt, welche Art von Herausforderungen und wie viele Herausforderungen da konkret auf uns warten werden. Aber schön ist auch, dass allgemein gesagt wurde,
dass natürlich der Early Access deshalb besteht, weil Spielerfeedback gesammelt wird. Wenn wir also sagen, hey, dieses Endgame gefällt uns nicht so ganz oder ist ein bisschen wenig, wird mit Sicherheit noch was dazu gebaut und viel mehr dazu gebaut in Zukunft. Wenn uns das mit diesem Server-Prinzip mit Multiplayer nicht gefällt, können hier mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten gefunden werden. Deswegen finde ich das auch ziemlich gut, dass sie das so angehen, das ganze Thema einfach mit dem Early Access und dann weitere Updates zu bringen, auf die Community zu hören und dementsprechend das Feedback auch zu berücksichtigen, was die Weiterentwicklung von No Rest for the Wicked angeht. Bisher klingt das für mich aber alles ziemlich solide. Ich freue mich mega drauf, wie gesagt. Und falls ihr in Zukunft natürlich noch mehr Content zu haben wollt von mir zu diesem Game, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, sagt das Video weiter zu euren Freunden, damit sie es möglichst gut teilt. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video bald wieder, Leute. Macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen.